gut, nochmal herzlich willkommen zu Deep Work. Es freut mich, dass ihr alle da seid. Nicht irritieren lassen, wenn ihr jetzt am Anfang noch keine Musik hört. Die gebe ich immer erst nach einer kleinen Aufwärm- bzw. Ankommensphase ein. Ich bin die Theresa, für die, die mich noch nicht kennen. Ich hoffe, ihr seid alle gesund und fit. Habt euch genug Platz in euch am Wohnzimmer oder wo auch immer ihr jetzt mittrainiert gemacht. Bitte denkt dran, wir springen viel zu Hause. Habt ihr einfach nicht so einen Schwungboden, wie wir da im Studio haben. Bitte ganz gut darauf achten, über eure Fußballen beim Springen abzurollen, ganz leise landen und eure Gelenke schonen. Also andere zeige ich euch währenddessen. Wir starten jetzt gemeinsam. In die Ausgangsposition, ihr Lieben, die ist beim Deep Work immer gleich. Großer Schritt, egal ob mit rechts oder links nach vorne. Beide Knie abknien, Gesäß legen wir auf den Fersen ab. Große Zehen dürfen sich berühren. Oberschenkel öffnen wir so breit, dass wir unseren Oberkörper bequem dazwischen ablegen können. Und wenn du magst, zieh die in der Einatmung nochmal lang. Und in der Ausatmung leg den Oberkörper sanft nach vorne ab. Leg die Fingerspitzen ab, leg die Ellenbogen ab, erde deine Stirn. Und dann gönn dir den nächsten Moment, um hier im Kursraum anzukommen. Lass einfach mal deinen Atem fließen. Und sperre alles, was dich beschäftigt, für die nächsten 60 Minuten vor die Tür. Und lebe nur im Hier und Jetzt. Atme über deine Nase ganz tief in deine Körperrückseite ein. Hauch durch den leicht geöffneten Mund aus, als würdest du einen Spiegel anhauchen. Bleib in deiner Position. Ich richte mich nur auf, weil das Mikrofon sonst halt. Führe jeden Atemzug über deine Nase ganz tief in deine Körperrückseite und fühle, wie sich deine Rippenbögen weiten. Mit jedem Ausatmen hauch durch den leicht geöffneten Mund aus, als würdest du einen Spiegel anhauchen und mach dich wieder ganz leer. Fühle dabei, wie deine Körpervorderseite schmal wird. Lass ruhig so ein leichtes Röcheln in deiner Kehle entstehen, wenn du ausatmest. Und gewinne dann mit jedem Einatmen an Länge in deiner Wirbelsäule. Mit jedem Ausatmen lass das Gesäß ein Stück tiefer auf deine Fersen gleiten. Wenn du mit dem Po ganz runterkommst, müssen sich die großen Zehen nicht berühren. Dann öffne deine Beine einfach ein Stück breiter und setz dich ein Stück tiefer. Nimm dir einen Augenblick Zeit, um deinen Körper ganz bewusst wahrzunehmen. Fühl hinein, vom Scheitel bis zur Sohle. Und versuch dir dein vorrangiges Gefühl zu merken. Und am Ende der Stunde mit dem Gefühl nach einer Stunde Training zu vergleichen. Bleibe noch in dem Sitz des Kindes und gönn dir 3 tiefe Atemzüge, bevor wir in dein Ritual starten. Ohne dass du den Blick jetzt zu mir hebst, fächer deine Handflächen auf, spreiz deine Finger auseinander und leg Finger für Finger am Boden ab. Beginne beim Kleinen, ende beim Daumen. Streck dann deine Mittelfinger auf 12 Uhr zu mir her aus, so weit, bis sich deine Ellenbogen komplett von der Matte lösen. Mit dem nächsten Einatmen heb den Blick kurz hoch zwischen deinen Schulterblättern. Mit dem Ausatmen bring den Blick rund Richtung Bauchnabel und mit dem nächsten Einatmen roll dich hoch in den Vierfüßler. Atme aus und setz dich wieder tief. Rund einatmen. Lange Wirbelsäule. Atme aus, setz dich tief. Übertreibe hier ruhig ein bisschen und mobilisiere deine Wirbelsäule richtig gut durch. Wechsel immer wieder zwischen dem symbolischen Katzenbuckel und dem Pferderücken. Rund einatmen. Lange Wirbelsäule, setz dich tief. Einmal mehr. Und dann roll dich nochmal hoch in den Vierfüßler und bleib da. Schau mal gerade nach vorn. Finde dein natürliches Hohlkreuz, drück dich raus aus den Schultern und dreh den Bizeps Richtung Kamera.
Mit dem nächsten Einatmen bring den Blick wieder Richtung Bauchnabel. Schieb die Hüfte vor, mach dich rund. Atme aus. Mach dich lang. Einatmen rund. Ausatmen lang. Mobilisiere deine Wirbelsäule richtig gut durch. Ein letztes Mal, ihr Lieben. Und dann setz dich wieder zurück auf deine Fersen. Hier angekommen, einmal tief einatmen, runde dich erneut, komm nach vorne, heb dich ein Stück hinaus und leg jetzt deine Fußrücken links und rechts von dir ab. Lass die mal richtig reinhängen. Die Schultern sind ganz nahe bei den Ohren. Dein Gesäß ist locker. Dein Schambein ist noch in der Luft. Mit dem nächsten Ausatmen setz dich wieder nach hinten in den Sitz des Kindes. Hier angekommen, ein tiefer Atemzug. Wieder vorrollen. Kurz ausatmen. Innehalten. Komm nochmal nach hinten. Und für ein drittes und letztes Mal nach vorne zu rollen, in deine Position zu kommen. Richte dich gut ein. Denk an deine aufgefächerten Handflächen. Deine Ellenbogen sind voll durchgestreckt und dein Po ist locker. Lass jetzt mal das Kinn zur Brust wandern. Und dann schau mal über die rechte Schulter zu deiner rechten Ferse nach hinten. Atme aus und schau über die andere Seite nach links. Mobilisiere deine Hüfte. Schaukel sie ruhig so ein bisschen mit. Wir trainieren über 7 Energiephasen. Du bist in deiner ersten Energiephase, Element Erde. Ein letztes Mal rechts. Dann komm wieder zur Mitte zurück. Atme aus und setz dich tief. Mit dem nächsten Einatmen stell deine Zehen aktiv in den Boden. Schieb dich in den Vierfüßler und streck jetzt beide Knie und komm ins V. Schau dann zu deinen Fingerspitzen, marschiere nach vorne und platziere jetzt deine Füße eine Handfläche schmal nebeneinander. Komm mit dem Gesäß so tief, wie du nur Kontakt mit den Fersen zum Boden halten kannst. Verklink die Finger vom Körper. Atme ein, bring alles Gute zum Herzen. Mit dem Ausatmen schieb alles rund von dir weg, was du nicht brauchst. Einatmen lang machen und über die Seite wieder alles Gute mitnehmen. Bring's zum Herzen, schieb alles rund weg. Einatmen lang machen und wieder tief gehen. Denk an deinen Hocker, der zu jedem Zeitpunkt hinter dir steht und bereit ist, dass du dich darauf niedersetzt. Das Gewicht ist schön hinten. Über die Seite. Einatmen. Richte dich auf. Für ein letztes Mal. Und dann komm tief und bleib da. Nimm deine Handflächen auf deine Oberschenkel. Deine Daumen geben leichten Druck auf deine Oberschenkelinnenseite. Dein Brustbein ist aufrecht. Mit dem nächsten Ausatmen lass die Daumen zu dir herdrehen. Die Ellenbogen klappen nach außen und du sinkst. Einatmen, richte dich auf. Daumen drehen weg von dir. Ausatmen, sinken. Eine kontrollierte Abwärtsbewegung, wenn du tief gehst, mit einer kontrollierten Ausatmung. Lass dich nicht einfach auf den Oberschenkel niederklatschen, sondern leg dich kontrolliert ab. Ein letztes Mal. Bleib da. Lass die Knie durchstrecken, die Zehenspitzen zeigen nach außen. Deine Fersen wandern nach in einen überhüftbreiten Stand. Lass mal deine Handflächen auf deine Schienbeine wandern. Stell dir vor, am höchsten Punkt deiner Kopfkrone zieht dich ein Nylonfaden Richtung Spiegel. Deine Wirbelsäule wird ganz lang. Dein Gewicht lastet ganz leicht auf deinen Fußballen. Das ist dein Tabletop. Mit dem nächsten Ausatmen umfass die Wade. Zieh dich ran. Full Stretch. Einatmen, Tabletop. Zieh dich in die Länge. Ausatmen. Full Stretch. Denke mal wieder an den Nylonfaden, der dich nach vorne zieht und komm so weit in den Full Stretch, wie es dir möglich ist. Du kannst deine Knie gestreckt lassen oder beugen in deiner Variante. Ein letztes Mal und dann bleib da.
Setz jetzt deine aufgefächerten Handflächen unter den Schultergelenken auf und steig Schritt für Schritt nach hinten in den Stütz. Dreh den Bizeps nach vorne und zieh den Bauchnabel nach innen für einen stabilen Stütz. Nur über deine Fußballen roll jetzt mal nach vorne und nach hinten und mobilisiere deine Sprunggelenke. Bereite alles vor für deine Jumps. Deine Hüfte ist stabil. Du hast deine stabile Körpermitte, indem du den Bauchnabel nach innen ziehst. 4 noch. 3 noch. 2 noch. Und dann bleib da und leg beide Knie ab. Komm in den Vierfüßler, lass deine Zehenspitzen aufgestellt. Schau mal zu deinen Handflächen und schaffe gedanklich eine Linie zwischen deinen Mittelfingern. 20 cm vor dieser Linie wollen wir die Nasenspitze tief bringen. Deine Ellenbogen, die zeigen nach hinten. Deine Unterarme bleiben senkrecht. Atme aus, schieb dich zurück und roll dich nach hinten. Einmal rund vorrollen, ausatmen, kurzer Push-Up und wieder zurückschieben in den Sitz des Kindes. Mach das ein paar Mal und denke daran, eine stabile Körpermitte zu behalten. Häng nicht durch in der Hüfte. Keine Breakdance-Moves. Dein Bauchnabel berührt zu keinem Zeitpunkt die Matte. Denk daran, hier stabil zu bleiben und die Ellenbogen nach hinten, also nahe am Körper, zu behalten. Ein letztes Mal. Dann roll dich vor und leg jetzt die Brust kontrolliert zwischen deinen Handflächen ab. Achtung, die Hüfte bleibt noch in der Luft. Streck dann deine Knie und leg die Hüfte kontrolliert ab. Mach dich lang in den Zehenspitzen. Mit einer großen Schwimmbewegung bring die Daumen unter die Brust und lass deinen Blick mal Richtung Boden wandern. Stell dir mal vor, jemand zieht dich an deiner rechten großen Zehe nach hinten. Lass das Bein ganz weit rausziehen und leg's wieder ab. Links macht weiter. Ganz weit rausziehen und wieder ablegen. Fühl mal, dass diese Bewegung rein aus deinem Po stattfindet. Sehr gut. Nimm jetzt auch mal deinen Oberkörper mit jedem Mal ein klitzekleines Stück von der Matte weg und fühl mal rein. Diese Bewegung findet aus deinem unteren Rücken statt. Hilf hier nicht mit den Handflächen nach und komm nur so weit in die Rückbeuge, wie es dir schmerzfrei möglich ist. Breite deine Handflächen nochmal vor, fixiere die Dose zwischen deinen Schulterblättern und beim nächsten Mal rechts, lass dich mal von deinem rechten Bein in der Mitte aufrichten und komm dann nach. Atme aus, kontrollierte Abwärtsbewegung, linkes Bein macht weiter. Streck deine Zehen, komm immer wieder kontrolliert zur Mitte zurück. Sehr gut. Jawohl, ihr macht es sicher spitze. Einmal pro Seite noch und dann treffen wir uns wieder in der Mitte. Gut. Bleib dann da, platziere die Daumen nur mal unter der Brust, fixier eine Dose zwischen deinen Schulterblättern, stell die Zehenspitzen aktiv in den Boden, zieh deine Knie an und lass jetzt nur mal die Schambeine nach unten kippen. Atme aus, schieb dich hoch und von hier aus weiter ins V. Mit dem nächsten Ausatmen verlagere das Gewicht nach vorne in den Stütz. Beug jetzt deine Knie und bring das Gesäß nach hinten Richtung Ferse in den Panther. Komm wieder in den Stütz. Und weiter ins V. Für eine Runde mehr. Stütz. Panther. Stütz. Und wir bleiben im V. Marschier hier mal auf der Stelle. Lass die Knie abwechselnd Richtung Boden gleiten. Und wenn dein rechtes Knie vorne ist, dann mach mal Stopp. Schau die rechte Wade an. Umfass die rechte Wade. Schau vor und bring jetzt das rechte Bein dahin, wo die rechte Hand war. Linkes Knie abknien. Richte dich auf und lass dich mal kurz reinhängen. Kontrollier mal, ob dein Knie nicht deine Zehenspitzen überragt. Falls doch, mach einen Schritt nach vorne. Umfass dann das Knie und lock's ein. Deine hintere Ferse schiebt nach hinten. Somit löst sich dein Knie von der Matte, ohne dass du an Höhe gewinnst. Atme ein, mach dich lang. Atme aus, komm tief. Einatmen, lang machen. Ausatmen, tief gehen.
Wiederhole es ein paar Mal. Deine Fingerspitzen berühren sich immer wieder oberhalb deines Kopfes und unterhalb deiner Kniekehle. Nimm den ganzen Körper mit. Ich piepst da leider dahin. Gut. Bleib dabei. Einatmen und ausatmen. Ein letztes Mal. Und dann bleib da. Linke Hand aufsetzen. Rechten Fuß ausdrehen. Rechte Hand aufsetzen. Steig nach hinten und marschier wieder auf der Stelle. Lass die Knie nochmal abwechselnd Richtung Boden gleiten. Und wenn dein linkes Knie vorne ist, dann stopp wieder. Schau die linke Wade an und fass die linke Wade. Schau vor und bring das linke Bein dahin, wo die linke Hand war. Rechtes Knie abknien. Kurz reinhängen und kontrollieren. Und fassen, einlocken. Und dann drück die Ferse nach hinten. Einatmen, mach dich lang. Ausatmen, komm tief. Genieß jetzt nochmal deine letzten Atemzüge in deinem Element Holz. Wir wechseln demnächst in dein Feuer. Ein letztes Mal, ihr Lieben. Einatmen. Ausatmen. Bleib da. Rechte Hand aufsetzen. Linken Fuß ausdrehen. Linke Hand aufsetzen. Steig nach hinten. Marschier nochmal kurz auf der Stelle. Dann roll dich über deine Fußballen auf deine Knie. Atme aus und setz dich nochmal für 3 Atemzüge zurück in den Sitz des Kindes, bevor wir in dein Feuer starten. Gönn dir nochmal 3 Atemzüge in deiner Child Position. Nochmal durchschnaufen. Und wenn du dann bereit bist für dein Training, dann roll dich hoch und wir starten in deine erste Runde Running. Gut, ihr Lieben, ich hoffe, ihr seid bereit und hört nicht dann diese Rückkopplung, die ich da höre. So, gut, wir starten. Okay, ihr Lieben, 4 Füßler, es machen wir nicht, sorry. Ah, ich hoffe, ihr hört es mir noch. Bis aus. Okay, wir starten in der Vierfüßlerposition. Bizeps zu mir drin, Handflächen voll aufgefächert. Zehenspitzen sind aufgestellt, Level 1, ihr Lieben. Linkes Bein strecken und beugen. Rechts macht weiter. Jawohl. Das ist dein Level 1. Wir erhöhen auf Level 2, wenn du magst. Beide Knie abheben, abwechseln, Richtung Boden tropfen lassen. Level 2. Wenn du bereit bist für Level 3, zieh deine Knie abwechselnd zwischen den Unterarmen vor. Zieh. 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 Wenn du mehr willst, bisschen Tempo. Zieh. 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 Ihr Lieben, wir starten in 2x30 Sekunden Running. In einem Tempo, das du 2x30 Sekunden durchziehen kannst. Wir starten in 4, 3, 2, Achtung ihr Lieben, erste Runde Running, los geht's, Running. Finde dein Tempo, halte dein Tempo, 30 Sekunden, Tempo finden, Tempo halten. Nicht vergessen zu atmen, dein Po ist auf derselben Höhe wie dein Kopf. Komm nicht in das Haustach und lauf hier weiter, sondern bleib schön vorne mit dem Gewicht. Komm, du schaffst es. Wir sind schon mittendrin. Gib nicht auf, bleib dran und atme.
Gleich hast du es. Komm. Für 8. 7. 6. 5 noch. 4. 3. 2. 1. Kurze Pause im V. Vor der zweiten Runde. Kurze Pause im V. Bleib schön im V. Jawohl. Sehr gut. 4 noch. 3 noch. 2 noch. Komm vor in den Stütz. Weiter geht's. Zweite Runde. Laufen. Drück dich schön raus aus den Schultern. Blicke schräg nach vorne. Sehr gut. Bleib dabei. Komm. Wir schaffen das. Deine letzten Sekunden. Komm. 8 noch. 7. 6. 5. Die letzten 4. 3. 2. Wir halten im Schritt. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Komm, schau vor, marschier vor. Langsam hochrollen. Sehr gut. Ihr Lieben, erste Runde, Feuer, schon geschafft. Hüftschmaler Stand, häng dich in den Ringen ein. Schultern weg von den Ohren. Wir starten mit dem rechten Arm. Ein Arm bleibt immer oben. Schau mal, release. Links macht weiter. Release. Viermal Standing Crunch. Crunch dich zusammen. Mitte zusammen crunchen. Rechte Seite, lateral swing. Rechts. Links. Rechts. Viermal Standing Crunch. Komm. Crunch. 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 Jawohl. Rechts. Swing. 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 Immer Standing Crunch, roll dich ein. Einmal, zweimal, dreimal. Schau mal, nur mehr einer pro Seite. Einmal rechts, einmal links, einmal Crunch. Zack, und rechts, links, Crunch, und rechts, links, Crunch. Schau mal, wir steigen dazu. Dazu und Crunch. Steig wieder. Rechts raus, Mitte, links raus, Mitte, Crunch. Rechts raus, Mitte, links raus, Mitte, Crunch. Einmal nur so. Achtung, schau mal. Zack, und komm mal langsam hoch. Ein Crunch, langsam hoch. Von der Seite. Zack. Einmal. Crunch. Steig rechts raus. Links raus. Crunch. Langsam hoch. Achtung. Wir nehmen was dazu. Schau mal. Komm mal, wenn du in den Crunch gehst, ganz tief und löst mal die Fersen von der Matte. Komm wieder hoch. Rechts macht weiter. Schau mal. Zack. Langsam hoch. Rechts. Swing. Mitte. Swing. Mitte. Swing. Langsam hoch. Einmal nur so. Komm. Und release. Ihr Lieben, wenn ihr schon lange bei Deep Work dabei seid, dann wisst ihr, was jetzt folgt. Ein Jump, wenn du magst. Und über rechts geht's weiter. Zack. Und. Achtung. Jump, wenn du magst. Komm tief, langsam hoch. Und. Einmal. Jump. Als würdest du etwas aufheben. Komm tief. Und. Release. Langsam hoch. Drei mehr. Komm. Zwei letzte. Ja. Hopp. Ein letztes Mal. Komm. Jawohl. Jump. Langsam hoch. Bleib da, verklingt die Finger.
hüftbreiter Stand. Deine Knie und Zehen, die zeigen nach außen. Schultern weg von den Ohren. Dein Becken ist aufgerichtet. Wir halten hier. Auf jede Yin-Einheit folgt eine Yang-Einheit. Entspannung, Anspannung, Ausdauer und Kraft. Wenn du magst, löse die Ferse und halte hier. Halten. Schnaufen. Sehr gut. Ihr Lieben, Achtung. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Wir lösen. Hüftschmaler Stand. Die Stimme ist schräg, damit sie es gut seht. Ausgangsposition. Komm mal. Rechts vor und zur Mitte zurück. Links vor, zur Mitte zurück. Schau mal. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dreh immer. Zur Seite und komm wieder zurück. Zur Seite und zurück. Einmal nur langsam. Seitlich. Zurück, seitlich, wir erhöhen das Tempo, zack, retour, retour. Setz dich immer wieder schön tief in einen Squat. Nimm die Arme mit, Squat. Für 4 mehr, komm, 4, 3, 2, 1. Achtung, schau mal, wir springen. Eine Viertel-Drehung. Wenn du mehr willst, einmal halb. Wähle deine Variante. Viertel oder halb. Lande leise über deine Fußballen. Jawohl. 4, 3, 2, 1. Rechts macht weiter. Links. Rechts. Links. Jawohl. Sehr gut. Gut, ihr Lieben. 4, 8, 7, 6, 5, 4 noch, 3 noch, 2 noch, Achtung, 14 oder halbe Roundhouse. Deine Variante. Jawohl. Wähle deinen Level. 4, 3, 2, 1, bleib da. Hüft schmal. Arme stark. Daumen zeigen zum Himmel. Setz dich schön tief. Dein Becken bleibt aufrecht. Spann den Po an und halte. Jawohl. Die Schulterblätter schließen sich zu einem V. Gut. Jawohl. Ich hoffe, euch ist alles gut. Und ich hoffe, ihr Herz mir gut. Halt noch kurz durch. Denke an deine stabile Position. 4 noch. 3 noch. 2 noch. Lösen. Ihr Lieben, stabiler Stand ist wieder unsere Ausgangslage. Stell dir mal vor, du hast Pfeil und Bogen in der Hand. Spann mal beides vor dir ein. Spann mal mit der linken Hand ein und komm wieder vor. Rechts spannt ein und du kommst wieder vor. Einspannen und vor. Bisschen schnell. Zack. 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 Schau immer wieder, wie weit du einspannen kannst. Schau mal nach. Den Schwung am Nachschauen. Achtung. Wir steigen zum Schwungarm dazu. Rechtes Bein, linkes Bein. Ganz öffnen. 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 Ihr Lieben, schaut mal. Wir steigen weit nach hinten in den Squat. Schauen zurück, wie weit wir einspannen können. Und kommen explosiv nach vorne. Zack. Und vor.
Steig nach hinten und vor. Wir gehen ins Tempo. Vor. Vor. Bleib stabil im Oberkörper, starke Arme. Wenn du mehr willst, komm vorne eine Etage tiefer. Wenn du schon lange dabei bist, komm ganz nach unten. Voraussetzung, dein Kopf ist stets höher als dein Herz. Bleib dran. Bleib dran. Ja, noch weiter. In deiner Variante für 8 noch. 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bleib vorne, mach dich lang. Komm auf deine Zehenspitzen. Wenn es wackelig ist, komm runter von deiner Matte. Schultern weg von den Ohren. Stabiler Stand. Achtung, auch hier brauchen wir eine stabile Körpermitte. Halte und atme. Deine letzte Runde. Yang, in deiner Energiephase 4. Ist schon mittendrin. Vor uns liegt ein knackiger Gegenteil in der Energiephase 5. Lass los, schau mal. Swing. Ein Daumen zeigt zum Himmel und ein Arm schwingt immer nach hinten. Einer bleibt vorne. Schau dem Schwungarm nach. Und bleib in einem stabilen Stand. Jawohl. Achtung, ihr Lieben. Zum Schwungarm löst sich jetzt die Ferse. Linker Arm, linke Ferse. Rechter Arm, rechte Ferse. Nimm mal den Oberkörper ein kleines Stück nach vorne. Und wenn du bereit bist, dann erhöhe das Tempo auf einen gegengleichen Stand. Lass sie reinfallen, vom Rhythmus tragen. Dein Brustbein schaut schräg nach vorne. Komm raus aus dem Rundrücken. Lass dich vom Rhythmus tragen. Right. Bleib dran. Deine letzten Sekunden in deiner Energiephase 4. Right. Ein Lächeln nicht vergessen. Wie hoch ist das? Fit. Bleib dabei. Die letzten. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Schwing aus. Mitte, Mitte. Übungsbreiter Stand. Wir atmen ein. Weit ein. Rund aus. Weit ein. Rund aus. Ein letztes Mal. Weit ein. Und rund aus. Ihr Lieben, ein Stückchen nehmen, wenn du magst. Und dann geht's gleich weiter. Okay. Stop. Okay. Ich hoffe, du bist bereit. Nimm mal deine Matte oder dein Handtuch und stell dich mal überhüftbreit darüber. Zehenspitzen, Knie zeigen leicht nach außen. Wir starten. Tief. Tief. Bleib oben stabil. Tief. It's been a little minute. Hoch. Hoch. Wir gehen ins Tempo. Zack. Stark. Und ganz runter. Beug deine Knie. 4, 3, 2. Schau mal, bleib mal unten und steig mal nach hinten. In den Panther. Deine Knie sind angewinkelt und berühren den Boden nicht. Steig mal links, rechts. Langsam gemeinsam. Komm tief. Rück. Rück. Halten. Hoch. Wir probieren es schneller. Tief.
Komm nach hinten. Vor, vor, hoch. Alles klar? Komm nochmal. Nach hinten. Vor, vor, hoch. Wenn du mehr willst, spring nach hinten und spring auch wieder nach vorne mit einer leisen Landung. Probier nochmal. Alles klar? Wir probieren es gemeinsam im Tempo. 4, 3, 2, 1. Los geht's. Zack, nach hinten, jump front, mach dich lang. Zack, nach hinten, jump front, lang. Zack, nach hinten, jump front, hoch. Vier, komm und vor, hoch. 3, jump, front, jump, front. Letzter, komm, zack und hoch. Komm nochmal tief. Steig nach hinten, in den Stütz, Bauchnabel nach innen ziehen. Ihr Lieben, linkes Knie küsst rechten Ellenbogen, rechtes Knie küsst linken Ellenbogen. In deiner Variante, in deinem Tempo, crunch dich so weit zusammen, wie es dir möglich ist. Crunch, crunch, crunch. Crunch, in deinem Tempo, komm, mit Füßen, Achtung, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, einmal ablegen, alles ablegen, ihr Lieben, Beine, Hände, streckst du nach vorne aus. Deine Daumen zeigen zum Himmel. Lass mal deine Fersen Richtung Himmel ziehen und heb mal deine Beine so weit wie möglich ab. Eventuell sogar bis zum Oberschenkel. Mach's aber nur so weit, wie es dir schmerzfrei möglich ist. Deine Ellenbogen winkeln wir jetzt an. Mit jedem Mal presst du eine Dose zwischen deinen Schulterblättern zusammen. Dein Brustbein bleibt in der Luft. Konzentrierte Bewegung. Schulterblätter. Zermatschen eine Dose. Immer wieder. Komm. 4, 7, 5, 3. Geschafft. Platziere die Daumen. Nur mehr unter der Brust. Stell deine Zehen. Bauchnabel nach innen ziehen und auf 3 drücken wir uns hoch. 1, 2, 3. Komm gleich in den Panzer. Jump fast. Hoch. Zweite Runde, ihr Lieben. Alles klar. 4, 3, 2. Los geht's. Zack, nach hinten. Jump front. Hoch. Tief nach hinten. Jump front. Hoch. Und back. Front. Hoch. Alles klar bei euch. 4 noch. Komm. Bleibt dabei. 3 noch. Die letzten 2. Ein letzter. Jawohl. Komm tief. Steig nach hinten. Ihr Lieben, wir sind wieder im Stütz. Wir trainieren unseren Bauch noch einmal. Linkes Knie. Küsst jetzt linken Ellenbogen. Rechtes Knie, rechten Ellenbogen. Alles klar, Spider-Man. Wenn du magst, schau immer wieder zum Knie nach hinten. Alles klar? Bleib dabei. Aber 4, 8, 7. Vier noch. 3 noch. 2 noch. Jawohl. Knie ablegen. Einmal. Ganz ablegen. Die Arme ausstrecken. Daumen zeigen wieder zum Himmel. Löse wieder deine Beine von der Matte. Wenn es geht, dann löse jetzt auch die Arme dazu. Wenn es im Rücken weh tut, dann nimm sie angewinkelt. Wenn es immer nur weh tut, bleib auf den Fingerspitzen. Wähle deine Variante. Jawohl. Ja, gut. Schnauf durch. 4,
Achtung. 7. 6. Remember back in the 80s when I first heard electronic music, I knew back then this illegal computer sound was going to be my car. My heart got hooked up to the point when house was to Jack, Chicago, and Texas house. Now my heart is forever. I'm in a panda. Schau vor. Langsam vorbei. Ein Schlückchen vor der letzten Runde. Minimal, funky, vocal, or hip house. You name it. I love it. Ich hoffe. I love it. Halbes Tempo, schau mal. Hopp, 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 hopp. Nimm mal die Arme gegengleich dazu. Ellenbogen ziehen nach hinten. Handflächen sind voll ausgefächert. Wir gehen ins Tempo. Some people even think that the house clubs is for weirdos. Bleib dann unten. Bleib da. Greif nur mal tief. Steig nach hinten. Leg deine Knie ab. Ihr Lieben, für die letzte Runde gibt es zwei Varianten. Wir machen Push-Ups. Liegestütz. Entweder im Level 1 mit abgelegten Knien. Gewicht bleibt vorne. Ellbogen zeigen nach hinten. Stabile Mitte. Das ist dein Level 1. Level 2, Knie abgehoben, stabile Mitte und tief. Du wählst deine Variante. 8 Wiederholungen für dich. Wir treffen uns im Stütz. Los geht's! In deinem Level. Ja, gut. Wir treffen uns im Stütz, wenn du bereit bist. Lass dir Zeit, wir warten. Achtung. 7. 3. 2. 1. Schau vor, marschier vor. Langsam hochrollen. Ein Schlückchen für dich vor deiner letzten Runde. Ihr Lieben, wir sind in der Energiephase 6 angekommen. Die gehört wieder dem Yin. Wir machen hier unsere Sprints. Unsere Sprints sind unsere Anfangsübungen, jeweils eine Minute volles Tempo. Ich zeige es nochmal her. Wir haben heute unseren Lateral Swing in Kombination mit dem Parallel Swing. Wir starten über die rechte Seite, dazusteigen, Blick über die Schulter, zur Mitte zurück. Links zur Mitte zurück, ein Swing mit oder ohne Jump und langsam wieder hoch und dann geht es wieder über rechts weiter. Dies ist unsere erste Übung, eine Minute. Dann geht es weiter in den Squat in Kombination mit dem Roundhouse. Viertel oder halbe Drehung. Wenn du möchtest, kannst du jetzt im Squat auch in den Surfer gehen.
Das heißt, das Bein, mit dem du vorne steigst, da geht auch der Arm mit, der hintere streckt raus, als wärst du auf einem Surfboard. Dann haben wir unseren Basic Hunter in deiner Variante und am Ende eine Minute Dirna Swing. Wir machen alles gemeinsam, ihr Lieben. Wir legen uns nur die richtige Musik auf und dann geht's los. Gut. Wir hängen uns einmal in den Ringen ein. Schultern weg von den Ohren. Wir starten über rechts. 4, 3, 2, 1. Und langsam hoch. Weiter geht's. Bitte swing. Bitte jump. Weiter geht's. Swing. Swing. Jump. Langsam hoch. Up. Release. Release. Jump. Langsam hoch. Komm, mach weiter. Jump. Langsam hoch. Als würdest du etwas aufheben. Setz dich immer wieder schön nach hinten. Jump. Langsam hoch. Viermal mehr. Komm. Release. Release. Mitte. Jump. Langsam hoch. Oh. Swing. Swing. Jump. Langsam hoch. Zwei mehr. Die letzten zwei. Jump. Langsam hoch. Letztes Mal rechts. Jump. Langsam hoch. Ausgangsposition. Steig vor. Vor. Wenn du willst, Surfer. Rechter Arm, rechtes Bein. Linker Arm, linkes Bein. Acht. Sieben. Vier. Drei. Zwei. Ihr Lieben, Roundhouse. Viertel oder halbe. Deine Variante. Bleib in deinem Level. Viertel oder halbe. Atmen. Letzten. Vier noch. Drei noch. Zwei noch. Und der letzte. Bleib da. Pfeil und Bogen. Wir spannen ein. Steig dazu. Immer weiter nach hinten. Finde deinen vollen Bewegungsumfang. Und wenn du willst, komm vorne tief. 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 Jawohl. Bleib drauf. Für deine letzte Minute, Hunter. Breath. Wenn du willst, hau früh drauf. Hau alles drauf, was dich geärgert hat. Vier noch. Drei noch. Zwei noch. Letzter. Komm hoch. Letzte Minute. Diagonal Swing. Finde deinen Rhythmus und bleib dran. Schließ die Augen. Öffne dein Herz. Jawohl. Bleib dabei, ja, Hammer. Die letzte. Acht. Sieben. Sechs. Fünf noch. Vier. Drei. Schwinge aus. Mitte, Mitte. Drei, drei. Ja. Dann. Und runter. Ein. Runde aus, ein letztes Mal. Weit ein. Und Runde aus, ihr Lieben.
Sport ein Stückchen nehmen, Matte oder Handtuch bereit machen für deine letzte Energiephase, für dein Element Wasser. Dann starten wir in deine letzte Runde. Mach's jetzt mal bequem. Leg die bitte noch nicht nieder, aber du kannst die schon abknien. Wir machen die letzte Runde im Knien weiter. So. Ein Schlückchen nehmen. Und dann haben wir schon fast geschafft. So. Gut. Wer nur steht, großer Schritt, egal ob mit rechts oder links nach vorne. Beide Knie abknien. Deine großen Zehen dürfen sich berühren. Deine Oberschenkel öffnest du mal so breit, wie es dir angenehm ist. Wenn du Schmerzen in den Knien hast, kannst du die gerne auch im Schneidersitz hinsetzen. Lass die einfach so ein bisschen reinhängen, reinfallen. Leg dich ein bisschen durch. Finde deine optimale Position. Und dann lass einfach mal den Atem fließen. Mit dem Ausatmen lass die Schultern ein Stück tiefer gleiten. Und dann atme ganz weit und tief ein. Mit dem Ausatmen mach dich rund, verklink die Finger, bring die Daumenknöchel zur Stirn. Und gönne dir hier einen Moment der Ruhe. Nimm all das Tempo raus. Besinne dich nur auf dein Innerstes und atme. Mit dem nächsten Ausatmen lass die Handflächen auf deine Brust gleiten. Atme über rechts ein. Greif dein linkes Ohr und löse sanft von deiner linken Schulter. Sei besonders behutsam mit diesem Part deines Körpers und geh hier nur in eine leichte Dehnung. Wenn du den Abstand vergrößern möchtest, zieh die Schulter ein Stück tiefer. Greif dann den ganzen Kopf, zieh sanft nach vorne, Kinn zur Brust und lass dann den rechten Arm sinken. Atme über links ein, greif dein rechtes Ohr, löse es wiederum sanft von deiner rechten Schulter. Abstand vergrößern, wenn du magst. Und greif dann wieder den ganzen Kopf. Zieh sanft nach vorn. Lass auch diesen Arm sinken. Atme aus, leg das Gesäß auf deinen Fersen ab. Über eine Seite, bring beide Beine nach vorne. Stell's vor dir auf. Verklink die Finger in deinen Kniekehlen. Atme ein, zieh dich ran. Atme aus, roll dich Wirbel für Wirbel tief, soweit bis deine Ellenbogen gestreckt sind. Dann zieh dich nochmal her. Richte dich auf. Und für ein letztes Mal ganz tief zu rollen, so weit, bis du Schultern und Hinterkopf ablegen kannst. Streck Arme und Beine von dir und genieße den nächsten Moment der Ruhe, nur für dich. Thank you.
Mit jedem Ausatmen lass dich ein Stück tiefer in deine Matte gleiten. Mach dich nochmal ganz frei und ganz leicht in deinen Gedanken. Sperre mal alles vor die Tür, was schon wieder zurückkommen möchte. Und genieße noch einmal einen Augenblick nur für dich. Führe nochmal ganz bewusst jeden Atemzug über deine Nase ganz tief in deine Körperrückseite. Verinnerliche alles Gute, alles, was dich vorwärts bringt. Bring's ganz tief an diesen Ort. Und mit dem Ausatmen hauche aus und befreie dich von all dem, was du nicht mehr mitnehmen möchtest. Lass es hier. Du hast eine Stunde im Wechsel von Yin und Yang trainiert. Entspannung, Anspannung. Über Erde, Holz, Feuer und Metall hast du dich vorgearbeitet bis ins Wasser und schließt hier den Kreis im Yin. Nimm dir 3 Atemzüge Zeit, um deinen Körper noch einmal ganz bewusst wahrzunehmen. Fühl nochmal hinein, vom Scheitel bis zur Sohle. Und denke dann zurück an das Gefühl, mit dem du heute in die Stunde gegangen bist und vergleiche nur für dich. Etwas mehr Yin für diejenigen, die sehr gestresst waren. Etwas mehr Yang für diejenigen, die zu Beginn der Stunde müde und matt waren. Ehe du nun deine Augen öffnest, atme noch 3-mal tief ein und aus. Streck deine Arme Richtung Himmel, lass deine Handgelenke kreisen. Ändere vorsichtig die Richtung. Zieh dann dein linkes Knie zur Brust, nimm das rechte dazu. Schau dir vorsichtig von links nach rechts. Massiere deine Lendenwirbelsäule. Ändere dann den Rhythmus, schaukel von hinten nach vorne, um den Rest deiner Wirbelsäule zu massieren. Spare dabei Nacken und Hinterkopf aus. Nimm dann genug Schwung, um dich aufzusetzen. Setz dich nun in einen angenehmen Sitz. Beide Sitze am Boden, Brustbein aufrecht. Bring die Handrücken zum Boden. Atme über die Seite alles Gute für dich ein. Verschließ es zwischen deinen Handflächen. Atme aus, bring es zum Herzen. Gib nochmal frei, was du nicht brauchst. Und komm. Wiederhol es nochmal nur für dich. Beim dritten und letzten Mal alles Gute verschließen. Ausatmen, bring's zur Stirn. Zum Mund. Zum Herzen. Was bei dir. Danke fürs Mitmachen. Ich wünsche euch ganz eine gute Woche und ich hoffe, dass wir uns nächste Woche wiedersehen.